Eis, 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 Eis. Ja, ja, geht doch. Nein, ich will. Ich will rüber und dann. Der Feind ist im Innersten, aber wie? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Reise ins All. Wir haben beim letzten Mal hier, ein bisschen Geschichte bekommen, wohl so in ferner Vergangenheit groß gewesen ist. Ich weiß, das Satz war falsch, aber ihr wisst, was ich gemeint ist. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Was ist das? Pfui Teufel, da ist irgendeine widerliche Krütze im Glas. Oh, Riechwasser, sehr gut. Das Herrschaftszeichen der Tentakler. Okay. Die Bücher der Orden. Geschichte der Echsenkrieger in 10 Bänden. Über den Aufstieg der von Bürger, ja. Von Erbwaltern und zu Hegemonen. Okay. Wenn wir doch nur etwas mehr Zeit hätten. Nur etwas mehr. Bin heilfroh, diesem Buchstabenbegräbnis entrinnen zu dürfen. Okay. Das glaube ich ihm gleich. Heiß, 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 heiß. Ja, ja, geht doch. Nein, ich will. Ich will rüber und dann. Der Feind ist im Innersten, aber wie? Wie gehabt. Kräftig drauf, bevor die sich von ihrem Schreck erholen und Alarm geben können. Ja, dann gehen wir halt kräftig drauf. So, keine Zeit verlieren. Schwinge 2 und dann Stampfen 2 und hoffen, dass wir das hier hinkriegen. Ich mach lieber Gruppenheilung 3 und Flammen Inferno. Da, 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 weil die sind zuerst dran her. Ja, das war gut. Heißen bricht zusammen. Leutnant kennt keinen Schmerz. Oh. Komm, geschockt. Ah, wenigstens einer. Aber ich muss jetzt erstmal, bevor ich ihn wiederholen kann, schauen, dass ich hier, ne? Kriegen das auch ohne Heißen irgendwie hin. Geschockt, geschockt. Sehr schön. Jetzt kann sie nämlich Ohnmacht beenden 3. Bam. Sehr schön. Geschockt, sehr schön. So. Geschockt, ja, Mann. Geschockt, ja, oh Mann. Ich mach mal schnell einschätzen, weil ich glaube, wir haben die hier noch nicht mal gekillt, gescannt. Gruppenheilung 3 wird gut sein, weil der wird jetzt hier ordentlich reinhauen. Und da haben wir eine Gruppenheilung hier. Rammattacken, ja, ist okay, kann man alles nachschlagen. Ich weiß es nicht, er ist jetzt nämlich fast tot. Nein! Da-da-dam! Da-da-da-da-da-da-da-da! Bam! Das wäre es jetzt gewesen, wenn der Schuss jetzt ausgereicht hätte. Sieg! Sehr schön! Die geben keinen Alarm mehr! Hehehe! So! So. Nicht überall dran rumfirmeln, Leutnant. Okay. Und hier? Achtung! Ja? Können Sie etwas erkennen, Herr Leutnant? Heikle Sache das. Bemerke da alarmierendes Objekt zwischen den beiden Wachen. Da. Kommt gültiger, das klingt mir ganz nach einer Alarmknopfteufelei. Meinen Sie etwa, es wird zugleich einen Großalarm gegeben, sobald man uns erst einmal sieht? Allerdings, Gnädigste, wir müssen hier ganz besonders auf der Hut sein. Ich finde das ganz großartig, Liebling, wie du um Ecken lupen kannst, ohne selbst gesehen zu werden. Okay, jetzt ist die Frage, was machen wir da? Oh. Ach, die drehen sich?
Oh Gott. Jetzt gucken sie runter, dann gucken sie Mitte, hoch, rechts, runter. Ah, okay. Okay. Also ich muss jetzt warten, bis die jetzt in die Mitte gucken, dann so. Und dann kann ich hier entlang. Alles klar. Das hat geklappt. Sehr schön. Richtig geklappt. Super. Und was haben wir hier? Ach, wie ärgerlich. Ich kann nichts erkennen. Siehst du vielleicht was, Wesen? Das ist sogar für mich zu hoch. Schade, Mann. Okay, wir müssen da was draufschieben. Höchstwahrscheinlich. What the... Eine Statue des großen Wirkers. Ah, Richtanz. Keine Ahnung. Sofern ich mir die Namenskartusche richtig deute. Beeindruckende Erscheinung. Wer weiß, selbst unsere heimischen Bildhauer neigen zu Übertreibung und Erhöhung, wenn sich ihre Auftraggeber zufrieden, wenn sie die zufriedenstellen wollen. Ne? Wie viel Wahrheit daran gemessen überhaupt in einer Darstellung der Gaukelmeister stecken mag, will ich mir gar nicht erst beurteilen. Nee. Da-da-da-dam, runter. Oh. Das Herrschaftszeichen, okay. Okay, so brauche ich's. Damit ich den rausschieben kann. So, jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Du hast 50 Erfahrung. Das ist, scheint mir eine Fortsetzung zu sein. Lassen Sie uns mal zunächst den ersten Teil lesen. Okay. Das Ding hat Ziel erreicht. Habe nicht vor, mich unnötig abzuplagen. Was? Aber wir brauchen doch noch... Hallo? Was soll das denn? Aber wahrscheinlich kann ich jetzt den linken... Nee. Hä, aber ich komme nicht an den linken ran. Nanu? Hä, scheint immun gegen den Stromkram geworden zu sein. Oh, okay. Hoho, nein, nicht ganz so vergnüglich verhält es sich nicht. Diese Sperre ist nichts weiter als ein schlichtes Gaukelwerk. Aber die Erbauer haben nicht mit der gefahrenvergessenen Tollkühlheit unseres Leutnants gerechnet. Die Illusion ist enttarnt, also fort mit ihr. Oh, okay. Alles klar. Ich habe mich eh schon gewundert. Aber die ist echt, oder? Alles klar. Die ist echt. Das gibt's auch bei weitem nicht in jedem RPG-Maker-Spiel, dass man hier so, ne? Durch Türen schieben kann. Nochmal 50 Erfahrung. Wäre es nicht prinzipiell einfacher gewesen, wir hätten unsere Gruppe geteilt und zwei von uns hätten einfach die Bodenplatten beschwert? Danke! Endlich spricht's einer aus, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe. Was man sich in vielen Spielen die ganze Zeit denkt. Aber na gut. Tja, nun, also... Er ist auch immer mit seinen Schlaumeiereien im Nachhinein. Naja. Und dann wundert sich noch jemand, warum ich so selten etwas sage. Ja gut, ich würde sagen, das lesen wir noch. Vom Wiederaufstieg. Erster Teil. Unsere Sklavenzüchtung beraubt, geschwächt vom zweiten Echsenkrieg, abgeschnitten von unseren einstigen Werbungen, scharten wir uns um den Orden der Bürger, dessen bewundernswerte Tücke und Verschlagenheit überhaupt unser Überleben gesichert hatte. Erstmals unterwarfen sich alle Orden einem gemeinsamen Herrscher. Arichtanz wurde zum großen Bürger und Gründer der ruhmreichen Dynastie. Er hieß uns, neue Sklaven zu schaffen, treue, gehorsame Glieder unseren Willen zu vollstrecken. Wir schmiedeten sie aus hartem Eisen, beseelten sie mit der Kraft der Kohle und gaben ihnen die Gestalt unserer verlorenen Züchtung. Das Haus der Bürger verpflichtete uns, unser altes Reich strahlend aus seinen Trümmern wiederzuerrichten. Nach nur einer Phase und 23 Umläufen erlangten wir die Herrschaft über die Venus wieder.
Ihr Rohstoffreichtum eröffnete uns erneut die großartigsten Möglichkeiten. Doch die exzessive Natur ihrer Bewohner hielt unser Misstrauen wach. Ende des ersten Teils der Aufzeichnungen von Lamatakel, Sinnesweber des Schlingbundes. Die Dampfmänner sind uns nachgebildet. Ich hatte mich immer schon gewundert, warum ihre Form so vertraut wirkte. Wir standen nicht einfach nur Modell, teuerste. Die mechanische Form der mechanischen Diener erinnerte die Marsherren immer auch an ihren Anspruch auf ihr altes Eigentum. Hey, tiefer der Fall nach furchtbarem Krieg, doch wie verlief der Wiederaufstieg? Er ist 1,23, ne? Tritt rein, Wahrer des Wissens. Wait, what? Der Gründer steigt empor. Der Nachfolger wahrt das Gleichgewicht. Dem End steht Sturz bevor. Erkennst du die Reihenfolge nicht? Gründer steigt empor, der Nachfolger wahrt das Gleichgewicht. Okay. Der Gründer steigt empor, also let's go. Mistding liegt zu hoch. Was für ein mächtiges Gerät. Na na, Täubchen. Sind denn das für Unziemlichkeiten, die du von dir gibst? Was für ein mächtiges Gerät. Ja, ja, okay. Ja, und jetzt? Portsblitz, sitze fest! Pass beim nächsten Mal etwas mehr auf, Schatz. Ja, keine Erklärung, wie das ging, okay. Aber warte mal, Gründer steigt empor. Ach, das hat mit den drei Schaltern links zu tun. Gründer steigt empor. Nachfolger war das Gleichgewicht. Also der zweite oder dritte muss in die Mitte. Im Ende. Ah, okay, okay, alles klar. Oben, Mitte, unten. Oben, Mitte, unten. Und jetzt, let's go. Du nimmst einen Kristall, sehr schön. Ich hab mir schon gedacht, es kann doch nicht sein, dass man sich hier festsetzt. Geht doch nicht. Naja, gut. Aber ich würde sagen, das nächste Rätsel und die nächste Tafel schauen wir uns im nächsten Part an. Für diesen hier soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play, die Reise ins All. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.